Viel Spaß! Ja, einen wunderschönen Samstag. Da liest jemand das Verwaltungsverfahrensrecht. Servus. Wie geht's dir? Mir geht's gut am heutigen Tage. Wir haben so viele neue Erkenntnisse gewonnen und Rückmeldungen, dass es wirklich eine Freude ist, heute diesen Vlog zu machen, auch wenn er vielleicht eher kurz gehalten wird. Aber das Wesentliche wollen wir natürlich heute erzählen, und da sind schon ein paar Schmankerln dabei. Also wir waren ja vorige Woche waren wir bei Ö24 und haben eben über die Probleme des ORF-Beitrages gesprochen, und da habe ich uns als juristische Klimakleber bezeichnet. Ja? Ich nehme das jetzt zurück, weil die Klimakleber in der Regel der Fälle ja nicht berechtigt agieren, und wir tun das ja schon. Ja, da kann man unterschiedliche Auffassungen sein. Okay. Aber wir machen zumindest keine Sachbeschädigungen. Nein, das tun wir nicht. Wir verwenden nur das Gesetz. Und das führt uns gleich zum ersten Punkt. Die große, große Frage, die uns ja schon seit Beginn beschäftigt: Gibt es überhaupt einen ORF-Beitrag, der rechtskonform, das heißt dem Gesetze nach, bestimmt worden ist? Ich hatte ja da, wir beide hatten da unsere große Zweifel. Ich habe ja aufgerufen, uns zu sagen, liebe Leute, könnt ihr uns sagen, wo ist denn der Stiftungsrat, wann hat der Stiftungsrat das bestimmt, beziehungsweise gibt es ein eigenes Gesetz, wo der ORF-Beitrag bestimmt wird. Viele Zusendungen bekommen, einen sehr interessanten Hinweis auch bekommen, den ich dann eben verfolgt habe, und ja, über den werden wir heute reden. Genau, wir werden auch darüber reden, was passiert eigentlich mit den Briefen, die wir da als Vorlage auf unserer Homepage orf-volksbefragung.jetzt zum Download bereitgestellt haben. Was passiert mit diesen Briefen, wenn die jemand an die ORF-Beitrags GmbH sendet? Auch da kommen lustige Rückmeldungen. Und zum Schluss werden wir noch Frequently Asked Questions mitteilen und die Antworten dazu. Natürlich alles immer auf Basis unserer privaten Meinung. Und ja, viel Spaß. Und wir fangen an. Wir fangen an. Geht's los. Beginnen wir damit. Über Facebook hat mir jemand geschrieben, dass er von der Beitrags GmbH die Rechtsgrundlage wissen wollte, auf deren Basis tatsächlich diese ganzen Einhebungen passiert. Und der hat dann eine Rückmeldung bekommen, das hat er mir geschickt. Da steht dann guten Tag und dann der Name. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Die ORF-Beitrags-Service GmbH ist vom Gesetzgeber beauftragt, den ORF-Beitrag und allfällige Landesabgaben einzuheben und über die gesetzlichen Grundlagen zu informieren. Rechtsgrundlage für die Einhebungen des ORF-Beitrags ist das ORF-Beitragsgesetz. Dieses ist mit 1. Jänner 2024 in Kraft getreten. So kurz und bündig, so falsch. Weil natürlich ist das Beitragsgesetz die Grundlage, warum die was einzuheben haben. Aber ich glaube, ich bin heute ein bisschen zu laut. Ein bisschen weniger. Und also das stimmt schon. Also das Beitragsgesetz ist die Grundlage. Aber im Beitragsgesetz wird wiederum verwiesen, wie denn hoch denn, dass es als ORF-Gesetz gibt, wie hoch denn eigentlich der Beitrag sein darf. Und da habe ich das eine oder andere Mal ja schon darauf hingewiesen, und ich mache nochmal die kleine Tour de Force, um was es hier geht. Und zwar, wie gesagt, es gibt zwei Gesetze. Das eine ist das ORF-Beitragsgesetz. Da steht drinnen, dass die GIS dann eben Service GmbH heißt und eben den Beitrag einheben darf, mit all den unschönen Dingen, über die wir bereits geredet haben. Und in diesem Beitragsgesetz steht dann drinnen, also nur damit das noch wirklich schön groß ist, damit es auch jeder lesen kann, steht drinnen, in Paragraph 7 steht drinnen, die Höhe des ORF-Beitrages wird nach dem in den Paragraph 31 des ORF-Gesetzes festgelegten Verfahren festgesetzt. Da steht in diesem Gesetz so drinnen. Und das heißt also, nur so kann der Beitrag bestimmt werden. Eine andere Bestimmung des Beitrages, der Höhe oder was auch immer nach, gibt es nicht. Also gibt es nur den Paragraph 31 des ORF-Beitragsgesetzes. ORF-Gesetzes. So. Dann schauen wir uns dann einfach an, was denn in diesem Beitrag, in diesem Paragraph 31 drinnen steht. Und man muss jetzt wissen, dieses ganze Beitragsding ist ja nur deshalb entstanden, weil der Verfassungsgerichtshof gemeint hat, der ORF muss entpolitisiert werden. Und da hat er eigentlich nicht gemeint, das kommt später, das hat er später gesagt. Mhm. Aber er muss, der Beitrag, damit alle schön gleich behandelt werden etc. Und da gibt es halt einfach ein Prozedere, das eingehalten werden muss. Und dieses Prozedere steht in § 31. Und da steht dann mal zum Beispiel dort, das werden wir auch ein bisschen vergrößern, damit man es auch schön lesen kann. So. Da steht drin, § 31, die Höhe dieses Beitrags wird auf Antrag des Generaldirektors vom Stiftungsrat festgelegt. Das heißt, da gibt es den Generaldirektor, der muss einen Antrag stellen, ich brauche jetzt so und so viel Geld und deshalb muss der Beitrag eine gewisse Höhe haben. Dazu muss man sagen, das war beim der GIS-Gebühr auch schon so. Das heißt, da hat auch immer der Stiftungsrat bestimmt, wie hoch diese Mitgliedsgebühr GIS ist. Ja. Das hat sich so gesehen nicht geändert. Der Generaldirektor muss sagen, wie viel Budget er braucht, der Stiftungsrat muss es ihm geben. So, und in dem Gesetz steht dann noch was weiteres drinnen. Da steht nämlich dann drinnen. So, der Antrag des Generaldirektors hat alle Angaben zu beinhalten, die zur Festlegung des ORF-Beitrages gemäß den vorangegangenen Absätzen erforderlich sind. In den vorangegangenen Absätzen steht drinnen, dass es eben wirtschaftlich sein muss und dem Zweck erfüllen etc. Dann, der Beschluss des Stiftungsrates, mit dem die Höhe des ORF-Beitrages festgesetzt wird, bedarf der Genehmigung des Publikumsrates. Der Publikumsrat ist quasi die personelle Länderkammer des ORF, Stiftungsrat wie Aufsichtsrat, Publikumsrat so eine Art Beirat, der sich um die Anliegen des Publikums kümmert und pseudomäßig das Publikum vertritt. Vertreten von politischen Parteien. Ja, da gibt es, glaube ich, 5 oder so, von denen werden direkt gewählt von den GIS-Zahlern damals. Ich bin gespannt, wie das in Zukunft sein wird. Betriebsrat und... Ja, also das ist, ja, alles wird natürlich politisch besetzt, aber es ist halt ein politisches Unternehmen, es ist so. So, also dieser Publikumsrat sollte es dann genehmigen und dann geht es weiter nach Abschluss des Verfahrens. Ist der Beschluss des Stiftungsrates der Regulierungsbehörde unter Ausschluss des im Beschluss zugrunde liegenden Antrags zu übermitteln. Die Regulierungsbehörde hat binnen 4 Monaten ab Übermittlung die durch den Stiftungsrat beschlossene Festlegung der Höhe des Finanzierungsbeitrages zu genehmigen. Dazu muss man sagen, wenn sie es nicht tut, binnen 4 Monaten gibt es eine Art Beharrungsbeschluss, da kann das nochmal beschlossen werden. Also es gibt ein ganz klares Prozedere. Alle Quellen, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alle Quellen, die wir bis dato haben und auch in den Medien, weil normalerweise bei jeder GIS-Erhöhung stand es in den Medien, gab es eigene OTS-Meldungen, also so als APA-Meldungen, wo drin steht, der Stiftungsrat hat die GIS und so bestimmt. Das gibt es für einen Beitrag nicht. Es gibt nach meinen Quellen keinen Antrag des Generaldirektors, es gibt nach meinen Quellen keinen Beschluss des Stiftungsrates, demnach keine Publikumsratbeschluss und die Regulierungsbehörde hat noch nichts gesehen. Was es gibt, ist eine Regierungsvorlage. Na, jetzt könnte man sich fragen, ja. Wieso holt dann die Beitrags GmbH doch ein Geld ein? Das war die große Frage, die ich immer stelle. Kann ja nicht sein, dass da Leute Geld zahlen, eingezogen wird ohne Rechtsgrundlage. Genau, und die vermeintliche Rechtsgrundlage ist eine Regierungsvorlage. Genau. Und jetzt muss man aber wissen, welche Qualität hat eine Regierungsvorlage? Vor allem, was ist eine Regierungsvorlage? Sie müssen sich vorstellen, dass ein Gesetz im österreichischen Parlament so eingereicht wird, dass die Regierung ein Gesetz bastelt, in diesem Fall die talentierte Ministerin Raab, die zuständig ist für den ORF, die sich durch unglaubliche Freundlichkeit gegenüber dem ORF, nach meinen Quellen, ausgezeichnet hat, nämlich unter dem Motto, ich bestimme und ihr macht, was ihr will, was ja natürlich für die Unabhängigkeit des ORF total spricht. Und die hat ein Gesetz gemacht und damit die Parlamentarier auch verstehen, worum es geht, wird da eine Regierungsvorlage gemacht und da gibt es erläuternde Bemerkungen, weil umso schlechter das Gesetz, umso länger die erläuternden Bemerkungen, weil man dann das Gesetz ja möglicherweise nicht versteht ohne erläuternde Bemerkungen. Und deshalb gibt es eben die Regierungsvorlage mit den sogenannten erläuternden Bemerkungen. Die Regierungsvorlage hat aber keine gesetzliche Kraft, keine gesetzliche Grundlage, weil ein Gesetz entsteht ja letztendlich durch Genehmigung des Bundesrates und Nationalrat, Unterschrift Bundespräsident, Bundeskanzler. Anders erfolgt kein Gesetz und es wird auch nicht in Kraft getreten. Und eine Regierungsvorlage erfüllt dieses Prozedere nicht. In Kraft getreten finde ich übrigens ein schönes Wort. Ich trete es in Kraft. Aber der Punkt ist, nur Gesetzestext ist Gesetzestext. Alles andere ist Werbe, Marketing. Ich meine, in der kurzfristigen Zeit des Kurz hat man natürlich viel Geld für Werbemaßnahmen ausgegeben. Und das ist zwar nicht unter Kurz passiert, aber es passt ja. Viel Werbung, aber der Text ist nur das Gesetz. Es gilt nur das Gesetz. Es kann sein, dass das Gesetz schlecht geschrieben ist und man weiß nicht genau, was haben sie gemeint. Da muss dann... Dann muss dann der Richter oder der Verfassungsrichter sich das anschauen und überlegen, muss man das verstehen? Wie hat es der Gesetzgeber gemeint? Wie hat es gemeint? Also, es gibt schon oder wie kann man es interpretieren? Ja, da kann man nicht wissen, ist es so schlecht geschrieben und so. Also aber das gilt nur bei einer sogenannten Lücke oder beziehungsweise, wenn es nicht eindeutig ist. Also wenn ein Gesetz nicht eindeutig ist. Aber haben wir das hier? Naja, jetzt ist so, jetzt haben viele uns zurückgeschrieben, naja, es gibt den § 31 Absatz 19. In dem § 31 Absatz 19 steht ja etwas drinnen, da könnte ja vielleicht die Lösung sein. Ja? Also das könnte ja vielleicht erklären, wie der Beitrag festgesetzt worden ist. Weil wenn schon das Prozedere, der Generaldirektor hat keinen Antrag gestellt, der Stiftungsrat hat nicht abgestimmt, Publikumsrat ist... Wenn das nicht in die Wege geleitet worden ist, dann gibt es keinen Beitrag. Außer es gibt ein Gesetz, das sagt, ausnahmsweise für das Jahr 2024 machen wir das nicht so, ja, sondern für das Jahr 2024 machen wir es nicht so, sondern wir machen es jetzt per Gesetz, was ja auch möglich wäre. Ja? Gut. Und da haben uns einige darauf hingewiesen, es gibt den § 31 Absatz 19, also in derselben gesetzlichen Bestimmung, wo weiter oben drauf steht, dass der Generaldirektor diese Anträge machen muss, steht im Absatz 19 Folgendes drinnen. In den Jahren 2024 bis 2026 darf vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen erstens die Gesamtsumme der dem österreichischen Rundfunk zur Verfügung stehenden Mittel aus ORF-Beiträgen den Betrag von 710 Millionen Euro und zweitens die Höhe des ORF-Beitrages den Betrag von monatlich 15,30 € nicht übersteigen. So, aber wie könnte man diese Bestimmung verstehen? Da steht drinnen, es darf nicht übersteigen. Also Höllwarth, was glaubst du, dass das eine Anordnung ist, dass der Beitrag jetzt 15,30 € ist? Nein, er kann nämlich auch weniger sein. Er kann weniger sein. Es ist aus unserer Sicht ein ganz klarer Wortlaut, der sagt, ihr dürft nicht mehr als 15,30 € verlangen, also der Stiftungsrat bzw. der Generaldirektor darf dem Stiftungsrat keinen Antrag stellen mit einem Beitrag über 15,30 € Wird aus dieser Gesetzespassage das Prozedere ausgehoben? Wohl nicht. Da steht nicht dran, wir Nationalrat bestimmen jetzt den Beitrag mit 15,30 €, sondern wir sagen, das Prozedere, Generaldirektor, Stiftungsrat, Publikumsrat, ihr dürft nicht mehr als 15,30 € verlangen. Und jetzt gibt es hier eine Frage, nämlich, sieht es der ORF auch so? Sieht es die Beitrags GmbH auch so? Und offenbar nicht, weil die stützen sich nämlich wahrscheinlich auf Folgendes. Sie stützen sich nämlich auf die sogenannte Regierungsvorlage. Die ja, wie wir vorher gesagt haben, keine gesetzliche Wirkung hat. Ja. Also ich stütze mich auf etwas, was eigentlich keine Geltung hat. Genau, und in dieser Regierungsvorlage wird eben erklärt, wie man den § 19 zu lesen hat. Und den Absatz 19, § 31. Und da steht drinnen, eben das ist eben zu Absatz 19 bis 22 des § 31 steht da drinnen, darüber hinaus ist auch für diese Jahre der einzelne nach der Modalitäten des ORF-Beitragsgesetzes einzuhebende ORF-Beitrag festgelegt. Diese Beiträge erheben sich aufgrund folgender Überlegungen. So. Das steht in der Regierungsvorlage. Wenn es in einem Gesetz stehen würde, könnte man vielleicht der Ansicht sein, dass der Beitrag damit bestimmt worden ist. Er steht halt nur nicht im Gesetz. Er steht nur in einer Regierungsbeilage. Und das ist natürlich im Wald irrelevant. Das ist nur zum besseren Verständnis des Gesetzes und würde das Gesetz eine Lücke aufweisen, dann wäre das vielleicht relevant. Es ist aber faktisch nicht, Teil dieser Bestimmung. Und deshalb ist es irrelevant. Und wenn jetzt wirklich, kann es sein, dass es in Österreich ein Unternehmen gibt, das tatsächlich das Jahresbudget auf Basis einer Regierungsvorlage macht. Ja, in Österreich ist das möglich. Jetzt nochmal, persönliche Meinung, bitte stützen Sie sich nicht ohne Rücksprache mit mir auf unsere persönlichen Meinungen, aber unsere persönlichen Meinungen es gibt schon viele Gründe, die annehmen lassen würden. Würdest du sagen, dass das eher gut ist oder eher schlecht ist? Dass sich ein Unternehmen mit einem Budget von 1 Milliarde Euro auf eine Regierungsverlage stützt, obwohl ein Gesetz ein Prozedere vorsieht. Ist das eher gut oder eher schlecht? Ich bin ein gelernter Österreicher. Ich weiß nicht, vielleicht ist das gar nicht so abnormal heutzutage. Pff, was sind schon Gesetze? Überbewertet. Ja, überbewertet. Seit kurz wissen wir das. Ja, aber was interessiert mich, ob das verfassungswidrig ist, ist ja Hauptsache. Also wir wissen, wir haben so eine gewisse Tendenz bekommen, die, als ich zum Studieren begonnen habe, naja, nicht so war. Ja, das ist ein bisschen so diese Halbstudenten, die dann in die Kanzlerschaft gekommen ist, haben da so einen Drive mit ihren Leuten, die sie da mitgezogen haben, bekommen, die schon sehr eigenartig ist. Ja. Die Legistik ist auch nicht mehr das, was mal war. Ja, früher war es besser. Früher war es besser, sogar die Zukunft. Ja, das ist richtig. Also es ist wirklich, wirklich arg. Und jetzt muss man noch etwas sagen. Ich möchte da noch was aus dieser Regierungsvorlage zitieren, weil die Ministerin Raab hat dann natürlich da auch zitiert, warum man das Ganze benötigt und warum das alles so wichtig ist. Und dazu muss man wissen, dass ja der Verfassungsgerichtshof, nachdem quasi einerseits die Haushaltsabgabe abgenötigt worden ist, ja dann eine neue Entscheidung getroffen hat und hat der ORF gleich, also die Raab gleich reagiert und hat dann reingeschrieben, warum dieses Prozedere, Generaldirektor, Stiftungsrat macht einen Bescheid und dann Publikumsrat so notwendig ist. Ja, also hat sie nämlich gesagt, oder steht da drinnen, vor dem Hintergrund der vom Verfassungsgerichtshof in seinem den Anlass für die Neugestaltung bildenden Erkenntnis erneuert hervorgehobenen Bedeutung der Absicherung der Unabhängigkeit des ORF soll auch an der Einbindung des Stiftungsrates des ORF bei der Festlegung der Höhe des von der einzelnen Personen zu entrichtenden Finanzierungsbeitrags festgehalten werden. Ja? Und die Akzentierung dieses Rollenverständnisses findet zunächst schon ihren Ausdruck in Absatz 9, der darin abgeändert wird, dass es nunmehr eine ausdrücklichen, bescheidmäßigen Genehmigung des Beschlusses des Stiftungsrates durch die Regulierungsbehörde bedarf. Also steht sogar in der Regierungsvorlage ungefähr 40 Absätze, bevor das andere Ding drinnen steht, dass eigentlich schon geplant ist, dass der Beitrag über dieses gesetzliche Prozedere abgewickelt wird, damit die Demokratie, damit die Unabhängigkeit gewahrt wird. Ich muss eins sagen, liebe Journalisten, die ihr uns nicht seht, ja, aber vielleicht der eine oder andere, vielleicht kriegt das weitergeleitet, teilt diese Videos. Ja. Es wäre doch eine geile Story. Ein investigativer Journalist, der nur Gesetzestexte lesen muss und mal darüber berichtet, wie sicher ist eigentlich, dass wir beitragspflichtig sind. Gebt uns andere Gründe. Sagt, wir irren uns, aber ich habe bis jetzt kein Indiz gefunden. Und das ist schon arg. Ich bin da ehrlicherweise auch völlig blank. Es ist arg. Ja. Gebt mir andere Gründe. Ich glaube, dass derzeit der ORF-Beitrag nicht besteht. Fixiert ist. Ja. Es gibt keine Rechtsgrundlage. Ja. Für, ab 24. Und was mehr braucht es denn, um das hier aufzugreifen? Mhm. Investigativ als Journalist. Wäre doch mal eine super Story, oder? Ich sag's mal. Aber wir sind, wie gesagt, es ist die Meinung von spitzfindigen, schwurblerischen Anwälten, die bis dato immer Unrecht gehabt haben. Die keinen Plan haben. Sowieso keinen Plan haben. Eigentlich immer ideal fürs Parlament. Eigentlich sollte man Folgendes machen. Liebe Leute, schreibt es an die parlamentarischen Parteien, dass sie diese, egal, wurscht, fast wurscht, welche Partei, schreibt es denen und sagt, ihr wollt Höllwarth auf SCHEER auf der Kandidatenliste haben. Ja, nur so wählt ihr die Partei, die uns aufstellt. Und ja, schauen wir mal, ob uns dann irgendjemand einlädt zur Aufstellung. Wir sind ja flexibel, gell? Das ist nicht so. Ganz so flexibel. Wir nicht, führen jedes Amt aus. Ja, Justizminister, Innenminister. Wir sind da... Haben da keine Befindlichkeiten. Also nachdem die Latte nicht mehr sehr hoch ist, nehme ich den Bundeskanzler, ist mir völlig wurscht. Ja. Also das kann ich auch. Ich mache den Justizminister. Ja, macht du Justizminister. Ja, Kulturminister, ORF-Minister. Ja. Nein, aber es ist wirklich arg. Und jetzt muss man eins dazu sagen, kann man das, wenn es so ist, wie wir denken, sanieren? Natürlich kann man das sanieren, indem man ein Gesetz macht, in dem einfach wirklich bestimmt wird, wie hoch die ORF. Alles kann man sanieren, aber es ist auch alles eine Frage der Zeit. Und man darf ja nicht vergessen, während... des Umstandes, dass, wenn man davon ausgeht, dass die Zahlungsaufforderungen auf überhaupt keiner rechtlichen Grundlage beruhen, könnten, ist natürlich die Frage, da wird auf der einen Seite Zahlungsaufforderungen abgeschickt, auf der anderen Seite wird vielleicht das Ganze saniert. Das überschneidet sich, ja, also da ist ja schon der Mischmasch ja schon produziert. Ja. Völlig produziert. Also vor der Nationalratswahl ist das mit Sicherheit nicht saniert. Naja, das könnte man theoretisch schon. Das ist ein Einzeiler. Und ja, das, aber das muss man ja erst einmal alles in die Gänge bringen. Ja, schon, ja? Aber die haben dem dümmere Gesetze schnell saniert. Also es ist dumm ist nur der Dummes tut. Dumm ist nur der Dummes tut. Genau. Richtig. Gut, und jetzt kommen wir zu einem zweiten... Nein, eine Sache möchte ich dazu sagen. Man könnte es mit einem Gesetz einfach sanieren. Und das, warum gibst du jetzt der Regierung Nachhilfe? Weil ich tatsächlich in Österreich in der letzten Zeit so viel untalentierte Geschäftsgebarungen mitbekomme, dass man denen vielleicht auch mal ein bisschen helfen kann. Eigentlich wäre die gesetzliche Sanierung ganz einfach. Nur nützt dann auch gleich die Chance, eine Budgetfinanzierung zu machen. Das wäre vielleicht einmal eine Idee. Oder aber überhaupt frei dem Markt, weil aktuell finanziert sich nach unserer Ansicht das Wort verbieten. Nein, weil du meiner persönlichen Meinung nach. Meiner auch, ich schließe mich an. Ja, meiner Meinung nach ist der ORF aktuell nur werbefinanziert. Ja, das ist ja auch interessant, weil gestern oder vorgestern habe ich gesehen, dass im so nebenbei ORF-Programm 11 Stunden Wiederholungen sind. Und wie oft ist das, was wiederholt wird, wiederholt? Das heißt, ja? Wird dreimal dieselbe Sendung. 11 Stunden Wiederholungen. Von was? Von diversen Sendungen. Ja, ich meine, ich bin ja aufgewachsen, du ja noch viel mehr. Gab es bei dir schon im Fernsehen? Bei mir hat es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gegeben. Ja, bei mir auch. Bei der Oma hat es noch Schwarz-Weiß. Das Fernsehen hat erst um 9 Uhr in der Früh angefangen. Nein, ja, da war ein Vormittagsfilm. Ich kann mich noch erinnern, Dracula. Ich war in der Schule. Da habe ich dann Angst gehabt. Bis 12, dann war Sendepause mit dem Sendebild und um 17 Uhr ist es mit Amnam Dess losgegangen. Oder Kasperl am Mittwoch. Richtig. Ja? Und Sendeschluss war 22 Uhr, außer es gab den Club 2, der hat der Open End. Oder den Kuhlenkampf. Ja? Also viel mehr Programm braucht man eh nicht im ORF. Also wir sind so aufgewachsen. Vielleicht ist es der Grund, wir sind so aufgewachsen. Verwöhnt. Nicht verwöhnt. Ja, das kann man. Je nach Sichtweise. Ja. Ja, jedenfalls. Gut, jetzt kommen wir, das wollte ich nur einfach mal sagen. Also, musste gesagt werden. Musste gesagt werden, persönliche Meinung. Bitte schreibt uns, wenn ihr irgendwo ein Gesetz findet, das den ORF-Beitrag regelt. Eine Regierungsvorlage ist es nicht. Und solange es keinen Und schreibt mir, wenn ihr wisst, dass der Stiftungsrat einen Beschluss gefasst hat. Mir ist er nicht bekannt. Und er hätte ihn erst seit 01.01.2024 fällen dürfen, muss man auch dazu sagen. Genau. Ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne kommen wir zum nächsten Punkt, das uns vielleicht ein bisschen die Frage stellt, was passiert mit den Briefen, die doch einige schon an die ORF-Beitrags GmbH aufgrund unserer Vorlage geschickt haben. Was passiert damit? Und also das ist der Brief, mit dem er auffordert. Genau, eine bescheidmäßige Erledigung. Und vielleicht sollte man da vorher auch, gibt es das AVG, Allgemeine Verfahrensgesetz, Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz, und da gibt es eine Bestimmung, die sagt, und man geht jetzt davon aus, dass natürlich die ORF-Beitrags GmbH eine Behörde ist. Ja. Belehnt, ja. Die Behörde ist verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, über Anträge von Parteien und dieser Brief... Parteien meinen es aber nicht Volksparteien, nicht politische Parteien, sondern Parteimenschen, die Rechte haben. Ja, das, Rechtssubjekte. Ja. Das hast du mir auseinandergebracht. Tut mir leid. Anträge über Parteien. Und wenn die Verwaltungsvorschrift nicht anderes bestimmt, über Anträge von Parteien, und dieser Musterbrief ist ja ein Antrag, und Berufungen ohne unnötigen Aufschub binnen einer Frist von 6 Monaten zu entscheiden. So, und jetzt haben wir auch Rückmeldungen bekommen von... Also, können wir nur kurz sagen, um welchen Brief es geht. Es geht um diesen Brief. Genau. Manche Leute haben die Muster verwendet und die haben einfach gesagt, weil es eine Zahlungserforderung gegeben hat, in welchem der Betrag vorgeschrieben worden ist, fordere ich Sie gemäß § 12 auf, mir die Festsetzung des ORF-Beitrags bescheidmäßig vorzuschreiben. Genau, das ist ein Antrag. Also ein Antrag, und der auch gesetzlich vorgesehen ist, im Beitragsgesetz. Wie gesagt, wann überhaupt kein Beitrag festgesetzt worden ist, das alles obsolet. Aber gehen wir mal davon aus, beleuchten wir das. Die Leute haben also hingeschrieben, schickt uns bitte einen Bescheid. So, der vernünftige Behördenerlediger, nennen wir ihn mal so. Behördenerlediger. Würde jetzt aufgrund dieses Antrages, dieses Musterbriefes, einen Bescheid erlassen, wo der Bescheid mit entsprechenden Voraussetzungen als Bezeichnung des Bescheides. Nicht nur Höllwarth verwendet Gesetzestexte. Ja. Ich habe mein altes Lehrbuch, das gibt es wahrscheinlich gar nicht, Walter Meier, mein altes Lehrbuch herangenommen, aber Bescheide haben sich noch nicht geändert. Ich glaub, genau, die Bescheide haben eine inhaltliche Erfordernis. Da steht drinnen, was muss ein Bescheid beinhalten. Ja? Beim ersten Punkt, er sollte ausdrücklich als Bescheid bezeichnet sein. Ich gebe zu, das ist nicht immer der Fall. Da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen zwischen VfG und also Verwaltungsgerichtshof und Verfassungsgerichtshof. Soll sein, aber es wäre schon gescheit, wenn Bescheid draufstehen würde. Zweitens, es soll eine Behörde draufstehen. Also in dem Fall wäre es dann die UBS, das heißt die, aber nicht als Logo, sondern tatsächlich, nämlich nicht nur irgendwie UBS, ja, sondern tatsächlich ausformuliert, Adresse etc. In dem Fall Firma, Buchnummer wäre nicht schlecht. Gut. So. Dann braucht es ein Datum, das ist meistens drauf, das Datum. Ja? Mhm. Dann braucht es einen Adressat. Es gilt nur derjenige, der angeschrieben wird, als Bescheidempfänger. Wenn das niemand ist, der da nicht wohnt oder der es nicht ist, dann ist das nicht zumindest denjenigen, der angeschrieben worden ist. Dann braucht es einen Spruch. Dann braucht es einen Spruch. Spruch heißt, Sie sind verpflichtet, einen Beitrag in der Höhe von so und so zu bezahlen, ja? Binnen einer gewissen Frist. Ja? Dann braucht es, und das ist nicht ganz unwesentlich, eine Begründung. Und da steht dann meistens, sollte drinnen stehen, nicht aufgrund des ORF-Gesetzes, sondern aufgrund gesetzlicher Bestimmung und warum hier dieser Bescheid notwendig war. Ja? Und zum Schluss muss eine Rechtsmittelbelehrung dabei stehen. Ja? Ja. Also nicht grundsätzlich, Rechtsmittel kann man auch drüber streiten, aber grundsätzlich muss eine Rechtsmittelbelehrung sein, dass man binnen 14 Tagen, binnen 4 Wochen, was auch immer, entsprechenden Einspruch, Beschwerde, was auch immer, einbringen kann. Und wenn die Rechtsmittelbelehrung nicht drauf ist, ist halt schon so die Frage, ob dann überhaupt die Frist des Fristenlaufs beginnt, weil wenn ich nicht aufgeklärt werde, bin ich nicht aufgeklärt. So, das sollte ein Bescheid sein. Und es steht ja im Paragraph 12 drinnen, im ORF-Gesetz, im Beitragsgesetz steht drinnen, man kann so einen Bescheid verlangen. So, und jetzt schauen wir uns kurz einmal an, was. Und jetzt schauen wir mal nochmal kurz, weil das war jetzt ein bisschen umfassend, noch einmal kurz zusammengefasst. Ihr, der Interessent, bekommt die Zahlungsaufforderung. Er schreibt mittels Musterbrief von uns an die OBS zurück, bitte bescheidmäßige Erledigung. Und was bekommt er jetzt zurück? Das kann ich gleich sagen, ich muss nur deinen Namen nochmal talentiert wegscannen, weil da steht mich der Name drauf. Ups, das ist zu wenig. So, das tun wir jetzt löschen. So, red weiter, weißt du? Ja. Er macht da Kunstwerke. So. Kunstwerke. Und was bekommt man als Bescheid zurück? Das schauen wir uns jetzt an. Das schauen wir uns gleich an, warte, wir müssen wieder herumfuschen da. Was kriegt man als Bescheid zurück? So. Man geht das nicht weg. Man kriegt unter anderem, zum einen kriegt man einfach eine Meldebestätigung zurück. Ja? Ja. Da steht drinnen, der schreibt, bitte schicken Sie mir einen Bescheid, und das kriegt man von der OBS einfach zurück. Ja, also da gibt's würdest du sagen, das hat jetzt Bescheidqualität? Ich sehe weder Bescheid, ich sehe keinen Spruch, ich sehe keine Begründung. In dem Fall ist es eine Meldebestätigung, das ist das, was es ist. Schon, aber das bekommt er zurück auf seinen Antrag, eine bescheidmäßige Erledigung. Also ist das jetzt ein Bescheid? Ich würde sagen, eher nein, weil es steht total was anderes drauf, Meldebestätigung. Ja, Thema verfehlt. Ja. Aber man könnte auch noch was anderes zurückbekommen. Jemand anders hat was anderes bekommen. Ja, und das ist auch sehr talentiert geschwärzt worden. Das war nämlich in letzter Minute, dass wir draufgekommen, wir sollten das anders schwärzen. Da hat jemand was anderes bekommen und hat als Antwort auf, geben Sie mir, schicken Sie bitte an Bescheid. Offensichtlich muss man dazu sagen, also ist das Datum, das da draufsteht, ist ja das Datum der ursprünglichen Sendung. Also ich zeige es mal. Also er hat das bekommen, ja. Von der OBS ein Duplikat, deshalb auch hier das Datum 3. Jänner, weil es war natürlich Italiener stimmt natürlich nicht. Und da steht drauf, GIS-Gebühr wird zum ORF-Beitrag, Zahlungsaufforderung zum Beitrag Jänner bis Dezember 24 etc. etc. Bitte geben Sie hier Ihre Daten an. Das ist natürlich auch kein Bescheid. Da gibt es kein Bescheid, es gibt keine Begründung. Es steht nicht mal eine Rechtsgrundlage dabei, sondern einfach nur, liebe Leute, zahlt mich. Duplikat. Also, ich glaube, die bei der Service GmbH wissen derzeit nur, bricht da jemand ein, die bei der Service GmbH sind ein bisschen planlos vielleicht. Überfordert, ja. Man muss ja wohl dazu sagen, das ist ja irgendein Mitarbeiter. Ja, das ist ein Computer, künstliche Intelligenz. Nein, das Duplikat, weiß ich nicht. Künstliche Intelligenz. Oh, schreib mal Duplikat drauf. Das wird schon passen. Ich verstehe, dass derzeit der Chaos herrscht, weil wenn Leute wirklich die Rechtsgrundlage finden und ein Jurist, der auf was sich hält, die Rechtsgrundlage sucht, ist es schwierig. Das ist schwierig, das gebe ich zu. Aber ja, so noch haben wir keine Bescheide. Es gibt Leute, die uns Rückstandsausweise schicken, die aber die GIS-Gebühr betreffen. Das heißt, natürlich bis 24, wenn sie ein Gerät gehabt haben, haben sie GIS zahlen müssen. Das war das alte Gesetz. Muss man auch zahlen, nicht? Und wenn man das hatte, muss man zahlen. Ein anderer Fall, was die GIS-Gebühr betrifft, obwohl das nicht unbedingt hier unser Thema ist, war jemand, der eigentlich befreit war, dann plötzlich einen Rückstandsausweis bekommen hat. Die Person hat dann zurückgeschrieben, hey, Leute, ich war bis jetzt befreit, worauf die sagen, okay, wir heben nicht ein, bis entschieden wird über den Antrag. Dabei war kein Antrag gestellt, sondern eigentlich der Befreiungsbescheid hat sich ja nicht geändert. Also irgendwie herrscht da derzeit Chaos. Planlosigkeit, Duplikation. Ja, also ja. Ich gebe immer schon zu, es geht unter Anführungszeichen nur um 183 Euro. Journalisten, ich finde das schon sehr interessant und aufgreifungswürdig. Ja? Ich meine, das ist ja nicht nix, ja? Dass man die Bevölkerung zur Zahlung auffordert, ohne unserer Meinung nach jegliche gesetzliche Grundlage. Gesetzlich schon, aber das Prozedere ist nicht eingehalten worden. Also was brauche ich denn mehr, um das, um dem nachzugehen? Ja? Aber es ist natürlich auch eine Interessentenfrage, eine Frage des Interesses. Aber es ist schon, ich meine, noch einmal, 1 Milliarde Euro Budget, die 300 Millionen davon werbefinanziert, 700 Millionen über den Beitrag sollte sein. Ich wäre nervös, wenn der Grund für den Beitrag nicht geklärt ist. Also ich wäre nervös. Wäre ich Stiftungsrat, liebe Kollege, ehemalige Kollegen im Stiftungsrat, ich war ja auch Stiftungsrat, ich würde da sofort eine Sondersitzung beantragen und sagen, liebe Leute, was ist denn da los? Ja? Ich meine, ihr haftet mit eurem privaten Vermögen und das ist jetzt 700 Millionen Euro, die nicht sicher sind, sein können eventuell. Ja? Also vielleicht irre ich mich, ich halte fest, ich kann mich auch irren. Ja? Aber dann sagt es mir, wann ihr beschlossen habt, wann ihr den Beschluss beschlossen habt und wann ihr die Regulierungsbehörde das genehmigt hat etc. Bitte, das wäre super, weil sonst ist man auch immer so transparent und macht Pressekonferenzen nach Stiftungsratssitzungen und da steht dann überall in OTS-Meldungen, ich habe nichts gefunden. Ja? Also, ich wäre nervös. Wäre ich jetzt noch Stiftungsrat, würde ich denen die Hölle heiß machen. Wenn du Bundeskanzler wärst, würdest du dir das gefallen lassen? Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich einmal schauen, dass wir ordentliche Logistik bekommen. Dann würdest du mit mir als Justizminister einmal, dass das Parlament eine ordentliche Logistikabteilung bekommt. Das wäre mal das Wichtigste, weil derzeit sitzen alle im Bundeskanzleramt und das ist ein bisschen einseitig. Egal, liebe Leute. Habt ihr übrigens den Spruch gesehen am Anfang des Videos? Ja. Weil jetzt leiten wir zum letzten und dritten Teil unseres Dings ein. Das hier ist doch ein geiler Spruch, oder? Ja. Hat uns jemand per E-Mail geschickt, beziehungsweise... Ja, das ist einfach nett. Das ist super. Ja, das finde ich super. Und jetzt kommt der berühmt-berüchtigte Teil Q&As von Höllwarth und Scheer. Ja. Yeah. Also, wir haben jetzt die E-Mails, die hunderten E-Mails, die wir kriegen. Wir haben die sozusagen ein bisschen analysiert, komprimiert. Und da ist natürlich eines aufgefallen, dass sich die Fragen nämlich alle wiederholen und inhaltlich letztendlich immer die gleichen Probleme sind, die sich den Einzelnen stellen. Und das beginnt einmal schon damit, wo finde ich den Brief, von dem der Scheer immer redet? Auch der Höllwarth. Also da kann ich jetzt helfen. Ja? Das schauen wir uns jetzt genau an, da gehen wir jetzt genau hin. www.orf-volk Volksbefragung. Jetzt. Genau, und da tun sich jetzt... Das ist wieder kein falsch. Nein, doch schon, ich habe Internet, aber ich habe es falsch geschrieben. So. Du, jetzt immer, das sieht man nicht. ORF-Volksbefragung.jetzt, und wenn der Kollege Scheer das Ganze koordiniert hat, dann kommt dann auf die Homepage und da sieht man gleich oben ein Link, Brief. Oder, hier, Infotext, Brief an den ORF als Doc oder als PDF. Doc können Sie selber noch inhaltlich ändern. Das wäre natürlich klug, weil Sie ja natürlich was eintragen müssen. Und hier muss man dazu sagen, warum gibt es die Seite überhaupt? Weil es das Volksbegehren gibt. Volksbefragung jetzt. Ja. Wir wollen ja, dass es eine Urabstimmung gibt, ob der ORF in dieser Form überhaupt gewünscht wird. Und wer das unterstützen will, kann hier draufklicken und da steht dann, wie man es unterstützt. Da gibt es ein schönes Video, das haben wir auch mal gemacht. Ja. So, jetzt muss ich schauen, dass es nicht uns rein... So. Ja. Das ist das. Genau. Und da, wenn man hier jetzt auf diesen Textbrief geht, oder unten auf den Links, dann steht dann da drinnen, es gibt aber eine kleine Einleitung, was das kostet und Frist und so weiter. Kriegt man dann ein Schreiben, ORF, und das ist das Dokument, das kann man dann ausfüllen und abschicken. Und um gleich hier die Frage zu beantworten, Sie können sich auch eine bescheidmäßige Aufforderung schicken lassen, wenn Sie noch keine Zahlungsaufforderung bekommen haben. Das geht schon. Ich habe das Recht zu sagen, wenn ihr mir was vorschreibt, möchte ich einen Bescheid dazu haben. Ja, das ist diese Frage, glaube ich, jetzt beantwortet. Wo finde ich den Brief? Ja, eine nächste Frage ist zum Beispiel, wann muss ich diesen Musterbrief abschicken? Kann ich den gleich abschicken? Muss ich warten, bis ich eine Zahlungsaufforderung bekommen habe? Oder wie schaut das aus? Ja, wie gesagt, unserer Ansicht nach, da steht nicht drinnen, Sie dürfen erst einen Bescheid verlangen, wenn Sie eine Aufforderung bekommen haben, sondern nein, Sie können das meiner Ansicht nach sofort schicken. Ja, das ist kein Problem. Also Zahlungsaufforderung ist keine Voraussetzung. So, hat euer Musterbrief aufschiebende Wirkung? Das ist fast eine rechtsphilosophische Frage. Mhm. Die Frage ist, was aufgeschoben werden soll. Eigentlich ist es ja so, dass man laut Gesetz, wenn das richtig bestimmt wird, der ORF-Beitrag, siehe die ersten 20 Minuten dieses Vlogs, dass man ja schon zahlungspflichtig ist und meldepflichtig ist. Man muss sagen, ich wohne da in meinem Haushalt und bin zahlungspflichtig, also Selbstentleibung. Deshalb kann ein Musterbrief, wo es sagt, schickt man Bescheid, keine aufschiebende Wirkung haben. Andererseits ist, sobald ich den Antrag stelle, eigentlich auch das Verfahren eingeleitet. Und welches Verfahren? Ein behördliches Verfahren, ja. Und wesentliches Merkmal behördlicher Verfahren oder Rechtsmittel im behördlichen Verfahren erster Instanz ist in der Regel die aufschiebende Wirkung. Das ändert sich dann, wenn man vom Bundesverwaltungsgericht als außerordentliches Rechtsmittel vielleicht an den VWGH oder VWFGH geht, da muss die aufschiebende Wirkung beantragt werden, was sehr oft nicht genehmigt wird, aber erste Instanz würde ich meinen, dass es aufschiebende Wirkung hat. So, und ich bin da viel profaner. Höllwarth hat ja schon weit vorgegriffen. Aber eine aufschiebende Wirkung kann es nur geben, wenn ich schon eine Zahlungspflicht habe. Solange mir nichts vorgeschrieben ist, also eine Zahlungsaufforderung, habe ich den nicht. Und selbst wenn ich die Zahlungsaufforderung missachte, müssten die entweder einen Rückstandsausweis beauftragen oder sie müssen also einen Titel schaffen oder sie müssten irgendwas tun. Und sobald ich einen Antrag auf einen Bescheid bekomme, ist natürlich es so, dass erst mit Zustellung des Bescheides eine Zahlungsfrist sich auslöst. Das ist natürlich das Thema. Und dann könnte man gegen den Bescheid vorgehen, ganz einfach. Unter anderem könnte man behaupten, es gibt keine festgesetzten ORF-Beitrag. Aber das empfehle ich jetzt niemandem. Ich möchte nicht, dass das jemand macht, weil der Scheer das jetzt gerade gesagt hat. Das ist meine persönliche Meinung. Für Klienten könnte es sein, dass ich mit denen das so besprechen werde, aber ich möchte nicht, dass sie aufgrund eines Internet-Vlogs irgendwas tun. Die müssen schon selber nachdenken oder ihren eigenen Anwalt fragen. Aber es gibt schon große Indizien, dass man auch sagen könnte, ja, der ORF-Beitrag sieht vor, dass der Generaldirektor einen Antrag an den Stiftungsrat stellt, der Publikumsrat zustimmen muss und die Regulierungsbehörde einen Bescheid erlassen muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schulde ich nichts. Das könnte man schreiben vielleicht, ist aber nur eine Idee. Gut, ja. Nächstes. Muss ich mich registrieren oder melden? Ja. Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, dass ich mich bei der ORF-Beitrags GmbH melde, sofern ich nicht von denen eine Aufforderung bekomme. Ja, und mehr muss ich melden, ist eine lustige Geschichte. Ein Haushalt muss ich melden. Und das ist eben lustig, wer ist ein Haushalt? Haushalt, wenn 5 Leute drinnen wohnen, wer ist denn verpflichtet, sich zu melden? Was ist, wenn jeder sich auf den anderen verlässt und denkt, der wird sich schon gemeldet haben oder so? Also es ist eine sehr im grauen Nebel der Unklarheit gefundene Formulierung. Die Haushaltsbewohner müssen sich melden. Wer das aber jetzt ist, keine Ahnung. Und Haushalte, wo kein Bewohner drinnen ist, können sich nicht melden. Außer es leben Geister drinnen. Außer es leben Geister drinnen. Aber ob Geister GIS-Gebühr zahlen müssen? Also das steht das vielleicht in der Regierungsvorlage? Könnte sein. The whiter shade of pale. Ja, so ist das. Da, die nächste Frage. Ich besitze eine Frage, die ich ehrlicherweise nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Also vor allem, wenn Leute unsere Vlogs sehen. Ich besitze kein Rundfunkgerät, muss ich trotzdem zahlen? Kein Rundfunkgerät. Das ist ja das Problem. Kein Rundfunkgerät ist ja nicht per se nur ein Fernseher. Das ist aber auch scheißegal. Früher, es ist mittlerweile Haushaltsabgabe. Das heißt, also es geht dann gar nicht mehr darum, ob sie ein Gerät haben oder nicht. Jeder, der einen Haushalt hat, muss zahlen. Das ist der Punkt. Ja. Aber auch nur das, was gesetzlich in der richtigen Reihenfolge bestimmt worden ist. Also Haushalt mit und ohne Rundfunkgerät. Haushalt ohne je ein Rundfunkgerät besessen zu haben, muss zahlen. Ja. Und die Frage, es ist nicht alles ein Rundfunkgerät, stimmt natürlich. Das war ja auch der Grund, warum der Verfassungsgerichtshof die ursprüngliche Bestimmung gehoben hat, weil man entdeckt hat, dass mehr Leute streamen, immer mehr streamen. Am Handy. Ja. Ja, so ist das. Ich habe bis jetzt keine Zahlungsaufforderung bekommen. Muss ich etwas tun? Das haben wir jetzt 2 Fragen vorher eigentlich schon beantwortet. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung, dass man sich bei der ORF-Beitrags GmbH meldet, wenn man keine Zahlungsaufforderung bekommt und ist das bei Unterlassen mit Strafe bedroht. Genau. Also Leute, die bereits bei der GIS gemeldet waren, werden einfach übernommen und kriegen weiter ihren Beitrag vorgeschrieben, der, wie gesagt, die Frage ist, ob er gesetzlich bestimmt ist. Leute, die bis dato nicht bei der GIS gemeldet waren, hätten theoretisch ab 1. November oder 20. November irgendwann einmal letztes Jahr sich melden müssen. Und das ist der erste Schritt. Und wer sich nicht gemeldet hat, kriegt natürlich auch keine Zahlungsaufforderung, logischerweise, weil theoretisch nicht bekannt ist. Wobei, das ist auch falsch, weil im Gesetz mittlerweile ja ein Abgleich der Meldedaten passiert und der ORF wird Folgendes machen, also die Beitrags GmbH wird Folgendes machen. Sie wird vom Innenminister die Meldedaten kriegen. Das sind alle Leute, die irgendwo gemeldet sind, drinnen. Und dann wird sie ihr Register anschauen, wer da schon bei der GIS bzw. Beitrags GmbH gemeldet ist, welcher Haushalt. Wird das übereinander werfen und die Leute, die zwar gemeldet sind, aber nicht bei der Beitrags GmbH drauf sind, sind Leute, die offensichtlich vergessen haben, ihre Meldepflicht nachzukommen. Und diesen Menschen könnte was tun? Eine Verwaltungsstrafe. In der Höhe von? 2.400 €. Ja, schon ein bisschen unverhältnismäßig. Im Verhältnis zur Jahresgebühr von 180 € 2.400 angedrohte Strafe. Halte ich ein bisschen für... Würdest du das eher für verhältnismäßig oder unverhältnismäßig halten? Naja, es ist im Verhältnis zu dem, was bis dato an Unverhältnismäßigkeiten gemacht worden ist, ziemlich verhältnismäßig. Aber doch unverhältnismäßig. Objektiv betrachtet ist es extrem unverhältnismäßig. Ja, so sehe ich das auch. Ja. Kann ich den Einziehungsauftrag kündigen? Der Auftrag kann immer gekündigt werden. Richtig. Aber es gibt schon ein paar Banken, die sagen, nö, geht nicht. Ja. Also ich habe das so selber im Familienkreis. SEPA-Lastschriften, das ist schon ein bisschen teilweise umständlich, das wieder zu kündigen. Aber wenn ich Auftraggeber bin, kann ich natürlich auch meinen Auftrag jederzeit zurückziehen. Und die Bank hat es zu akzeptieren. Und nicht, lassen Sie sich nicht vertrösten mit, na, da muss dann der andere zustimmen. Blödsinn. Ich erteile eine Ermächtigung, die ich jederzeit widerrufen kann. Sollte Ihre Bank eine andere Auffassung haben, sagen Sie liebe Grüße aber und sagen Sie, der Höllwarth und SCHEER, das ist etwas, da stehe ich jetzt also dazu. Höllwarth und SCHEER haben gesagt, Das geht so nicht. Ein Auftrag kann jederzeit widerrufen werden. Und das ist kein zweiseitiges Geschäft, ein Entziehungsauftrag. Das heißt, das ist so. Und wenn Sie meinen Auftrag jetzt nicht sofort kündigen, ersuche ich Sie um ein Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten. Das ist sehr schwierig mit den künstlichen Intelligenz-Chatbots, die man dann hat. Na gut, aber wenn der vor Ort in der Dienst ist. Ach so, meinst du. Okay. Aber die Alternative wäre, wechseln Sie die Bank. Das wäre eine Alternative, ja. So, aber man kann Einziehungsaufträge kündigen, wobei, man muss schon im Zusammenhang mit dem Beitrag sagen, nur die Kündigungs-Einziehungsauftrags befreit Sie natürlich nicht zur Zahlung. Von einer allfälligen Zahlungspflicht, sollte der Beitrag ordnungsgemäß bestimmt worden sein. Ja? So, was haben wir als nächstes? Kann ich mich befreien lassen? Naja, natürlich kann man sich befreien lassen, unter der Voraussetzung, dass ich unter einen Befreiungstatbestand falle. Und diese Befreiungstatbestände sind grundsätzlich aus der damaligen GIS noch übernommen worden, und das sind im Wesentlichen Pflegegeldbezieher, Mindestrentner, Studenten im Übrigen nicht, außer sie sind Bezieher von Studienbeihilfe. Also sagen wir mal so, nur wenig Geld verdienen reicht nicht aus, um befreit zu sein. Das ist die bittere, aber harte Wahrheit. Es ist die bittere oder harte Wahrheit. Arbeitslos sein könnte helfen, ja. Wenig Geld verdienen nicht. Ja, also das kann schon sein. Und Sie sehen, es gibt da weiterhin viele interessante Fragen, Antworten, Dinge. Und wir haben ja, das müssen wir jetzt kundtun, ja, unser ORF-Volksbegehren, Volksbefragung jetzt. Das ist nach wie vor anhängig auf den Gemeinden. Wir haben es noch nicht eingereicht. Wir würden es gern irgendwann mal in den nächsten 6-8 Wochen einreichen. Ein bisschen Promotion wollen wir noch machen. Ja. Teilt es, sagt es den Leuten. Wir wollen darüber abstimmen, wie der ORF weitergeht. Vor allem, ob er denn vielleicht budgetfinanziert werden soll oder ob er überhaupt nur mehr werbefinanziert werden soll. Was ja theoretisch jetzt eine Situation ist, die eingetreten sein könnte, ex lege, weil es keine Beitragsbestimmung eventuell geben könnte. Also nutzen Sie diese Gelegenheit, das ist schon aus unserer Sicht ein wichtiges Argument, wenn man die Ansicht vertritt, dass der ORF zumindest hinterfragt werden soll und die Bevölkerung befragt werden soll, ob der ORF in seiner derzeitigen Struktur und Finanzierung gewünscht ist. Und es hilft nichts zu jammern und sich aufzuregen. Man muss auch ein bisschen was tun, und das bisschen ist hier, dieses Volksbegehren zu unterstützen. Und jeder, der es nicht unterstützt, der muss natürlich mit der Konsequenz leben, dass seine Meinung niemanden interessiert letztendlich, weil die ist nur von Interesse, wenn ich es unterstütze. Also das ist in der Demokratie überhaupt so. Gehen Sie wählen, wenn Sie unzufrieden sind, gehen Sie wählen, wählen Sie was anderes. Es ist immer... Sonst funktioniert es nicht. Und es gibt auch bei unseren Social-Media-Seiten und so immer wieder diesen Spruch, wenn Wahlen was bewirken könnten, dann wären sie verboten. Ich halte das ja für die Propaganda der Regierenden aktuell, weil das soll ja nur Leute demotivieren, die was ändern wollen. Wahlen haben bis jetzt immer was verändert, wenn die Leute ernsthaft hingehen. Wenn sie nicht hingehen, sorry, wer nicht hingeht. Ja. Und wie gesagt, wir sind nicht die Erziehungsberechtigten von irgendjemandem. Wir bieten nur die Möglichkeit einer Plattform, an der sich Interessierte beteiligen können. Mehr ist es ehrlicherweise nicht. Ganz genau, so ist das. Eine Frage sollte man noch beantworten. Die Geschichte ist, was man mit dem Bescheid dann machen könnte. Also wenn man den Bescheid bekommt, ja, sobald irgendjemand von Ihnen Bescheid, schicken Sie uns weiter bitte Ihre Dinge. Sobald Sie einen Bescheid bekommen haben, könnte man dann eben dagegen ein Rechtsmittel machen, das jetzt die berühmten 30 € sind. Aber es gibt jetzt noch eine andere Idee von uns. Wenn es so ist, dass der Beitrag nicht ordnungsgemäß festgesetzt worden ist und es gibt gute Möglichkeiten, dass das stimmt. Es gibt Anhaltspunkte. Ja, dann gibt es zwei Wege, über die ich werde jetzt in die Semesterferien gehen und drüber nachdenken, aber es gibt zwei Lösungswege. Das eine ist, es ist ja die Beitrags GmbH, die ja mein Geld einzieht, als Behörde tätig. Als Behörde tätig ist es so, dass man theoretisch über die Amtshaftung an die Republik Österreich schreiben kann, give me my money back. Das ist eine Möglichkeit, eine theoretische Möglichkeit. Ich habe ja gegen die Einziehung kein Rechtsmittel, wenn ihr einen Bescheid habt, vielleicht schon. Und könnte man einen Brief schreiben und sagen, liebe Leute, es ist kein Gesetz, ihr habt so unrechtmäßig gehandelt, die belehnte Behörde von der Republik hat unrechtmäßig eingezogen, gibt es mal mehr Geld zurück. Und ganz ehrlich, ich werde das vielleicht probieren bei jemandem. Also wenn jemand die Lust hat, das zu probieren, bitte melden, dann wir das machen. Die zweite Variante ist... Da muss man dazu sagen, das ist auch kein großer Aufwand, ja, weil eigentlich die Amtshaftung setzt voraus, dass ich die Finanzprokuratur vorher auffordere, einer Forderung nachzukommen mit einem Schreiben. Und das ist letztendlich auch ein Briefchen. Ne? Also ich meine, das ist noch nicht durchdacht. Nein, aber das ist aber ich will nur sagen, der Aufwand ist eigentlich überschaubar, ja, aber es ist eine gute Möglichkeit, sich dagegen zu wehren und unter Umständen das Geld zurückzufordern und auch vielleicht die Regierung ein bisschen wach zu rütteln. Und die zweite Möglichkeit, das ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die OBS als Behörde agiert hat. Als Behörde kann sie aber eigentlich nur agieren im Rahmen des gesetzlichen Auftrages und da kann sie nur das einheben, was gesetzlich bestimmt ist. Also wenn sie das nicht tut, wäre sie wahrscheinlich keine Behörde, muss man jetzt auch sagen. Auch wenn sie es, dann ist es einfach nur eine GmbH. Und was ist, wenn eine GmbH zu Unrecht von meinem Konto Geld abhebt und es mir nicht zurückgibt? Dann könnte ich eine Zivilklage einbringen. Und ich habe gute Lust beim Bezirksgericht Hietzing. Ja. Ich weiß gar nicht, sitzen die überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, wo sitzen die? Faulmanngasse. Wo ist denn welcher Bezirk? Vierter Bezirk. Ah, das ist gar nicht Hietzing. Nein, das dritte ist das. Bleibt Hietzing jetzt was erspart. Beim zuständigen Bezirksgericht, wahrscheinlich BG1, eine Klage einzubringen auf Rückzahlung des Betrages. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Das sind natürlich Ankerverfahren, also im Sinne von, schauen wir mal, was geht. Leider, oder Gott sei Dank, handelt es sich um Beträge, wo wir nicht zum obersten Gerichtshof kommen werden. Das muss man dazu sagen. Wobei, wir können zumindest vom Verfassungsgerichtshof kommen, weil es gibt ja die Möglichkeit, im Rahmen des Rechtsmittels eine Verfassungsgerichtshofbeschwerde, eine Prüfung einzubringen. Ich glaube, das sind die Dinge, die ich mir jetzt beim Skifahren überlegen werde. Und da werden wir... das mit Sicherheit gemeinsam machen und auch gemeinsam auftreten. Also wenn jemand daran Interesse hat und sich da vielleicht kreativ fühlt, schreibt es dem Alexander, schreibt es mir. Wir werden das zusammenmischen und werden dann das Ganze verwursten und werden dann uns kreative Überlegungen anstellen, um hier die Frau Raab und die Regierung und den ORF und die ORF-Beitrags GmbH zu beschäftigen. Genau, in diesem Sinne, nochmal, liebe investigative Journalisten, vielleicht irren wir uns, aber wenn wir uns nicht irren, wäre es eine Story, eine Geschichte, wie man so schön sagt. Das wäre eine Geschichte. Ja. Ja. Gut, und schreibt es den Parteien, dass sie uns auf die Wahlliste setzen sollen, dann nur so wählt sie sie, weil ich glaube, so zwei Spinner wie Höllwarth und Scheer braucht es auch im Parlament, oder? Das ist auf jeden Fall, ja. Zumindest sage ich das jetzt einmal so. Gut. Und selbst wenn er Bundeskanzler ist und ich Justizminister, die Vlogs machen wir weiterhin, das ist ja logisch. Ja, das ist dann ein Volksvlog. Ja, ist ja logisch. Volksbefragung. In diesem Sinne. In diesem Sinne, schönes Wochenende für die Leute, die jetzt in die Semesterferien gehen. Viel Spaß beim Skifahren, aufpassen, querlich. Und die Leute, die danach gehen und in den nächsten 3 Wochen, glaube ich so, alle viel Spaß. Und Skifahren die FIS-Regeln einhalten, bitte, gell? Ja. Sag's nur. FIS-Regeln. Die Tore immer von links und rechts reinfahren. Ganz genau so ist es. Okay? Gut, in diesem Sinn, viel Spaß, Outro, Wiederschauen.